Ja. Einen Schlüssel ab. Schlüssel abgreifen können. Da ist eine Falltür. Ist das eine Falltür? Ja, ne? Ist das lieber eine Falltür als eine Falschtür? Obwohl, eine Falschtür ist auch praktisch, ne? Falls man gerade eine braucht, hat man, kann man immer eine dabei haben. Kann man sich dann eben auffalten. Ist ja auch schön. Ich wollte jetzt gerade noch irgendeinen schlechten Witz mit Aufenthaltsraum machen, von wegen auffalten, aber hätte nicht funktioniert. So, Desert Eagle, nee, haben wir 0 Schuss. Die Schrot wäre ganz cool. Die Uzi haben wir dabei. Die Uzi-Muni haben wir ordentlich dabei im Gepäck. Es darf aber erstmal die Schrot sein. So, Schrot für die Welt. Und für mich. Ist interessant. Diese Luke hätte ich halt auch komplett übersehen, weil ich weiß nicht, ob ich da schon mal hochgeschaut hatte. Also hier muss man wirklich überall vorsichtig sein. Umschauen bis ins letzte Detail, selbst das hier. So verwinkelt der ganze Laden hier. Und wie gesagt, durch die Veränderungen im Level neue Möglichkeiten. Und keine schönen Möglichkeiten, sag ich mal. Weil, wenn es eh schon verwinkelt ist, man sieht ja nicht mal wirklich vorher, wo man hätte hinkommen können. Ich meine, man hätte es wahrscheinlich sehen können, dass da halt ein Dings ist. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Es sieht echt nach Weg in die Oberwelt aus, allerdings leicht verschlossen. Ich meine, finde ich ja nett, dass man nicht nur da unten in der Pampa rumläuft, sondern auch hier oben ein wenig weiter hinkommt. Auch wenn es nicht wirklich hilft. Türen. Vermutlich. Runterfallgelegenheit. Wackel, wackel. Und Muni für was war das? Für MP5 oder was war das? MP5? Wahrscheinlich. Da kann man runter. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier hinten vielleicht. Hier geht's auch nur hoch. Okay, dann muss ich da ja runterfallen. Dann geht's ja nicht anders weiter. Na, ich wollte speichern vorher. Aber der Boden war gütig und nicht bestachelt. Aha. Nein. Ziehen? Oh, ich ziehe jetzt. Ach so. Quasi, der Block hat quasi die Falltür quasi verstellt. Deswegen können wir jetzt quasi hier weiter quasi. Wurden hier ein paar Quasi-Akten angelegt. Wurden wir überwacht. Nein, das war der falsche Knopf. Mal wieder ein Klassiker, ne? In den ersten paar Folgen gemacht, seitdem nie wieder. Jetzt wieder schon. Ich habe das Spiel anscheinend verlernt mittlerweile. Würde wahrscheinlich auch nicht wundern hier, so wie ich hier durch die Gegend eiere. So viel Grün. So viel auch Grün. Ach so. Kommen wir wieder zurück hier. Sehr gut, da waren wir nämlich gerade. Eine Abkürzung. Warum auch immer, also wirklich kurz, so wirklich länger, vielmehr war der andere Weg jetzt auch nicht. Man weiß nie. Die Musik weiß es auch nie, da geht's lang. Zwei Schalter, beide grün. Ich meine, grün beleuchtet nicht anders grün. Wir haben lange keine rollenden Steine mehr gesehen. Also diese Art von Falle, die fehlt mir gerade mal ein bisschen. Passt überhaupt nicht hier rein. Wobei, so kaputt wie das ganze Ding hier ist, die ganze Gegend, würde es wahrscheinlich schon wieder passen. Wenn hier einfach mal wieder Steinschlag hat. Da geht's ja sogar hin. Da kommt man später dann wahrscheinlich raus. Auch irgendwelche anderen bösen Giftpfeilfallen, die würden hier weniger passen. Würde mich aber ehrlich gesagt auch nicht wundern mittlerweile. Da haben wir Fackeln bekommen. Ich komme auch nicht hoch. Was sind denn das für Gänge hier? Das ist ja seltsam hier. Ich frage mich halt, was die Schalter machen. Wahrscheinlich müsste ich die mal drücken, um zu gucken, was passiert. Das wäre eine Möglichkeit.
sind beide deaktiviert. Ich will aber trotzdem schauen. Erstmal, was denn hier eigentlich alles noch so vorhanden ist. Nicht, dass ich mir da irgendwas zumache gleich. Ach, das ist ja cool. Das ist ja hübsch hier. Finde ich gut. Ist das ein Tresor? Oh, hier ist geschlossen. Oh. Komme ich hier auch wieder raus? Hallo? Ja, immerhin. Oh. Alte Tresore. Und viele geschlossene Türen. Hm. Hier ist aber sonst auch nichts weiter drin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich gleich mit den Schaltern hier hier Türen öffnen. Meine Vermutung gerade mal. Tja, dann machen wir das doch. Ja, hier ist nichts. Dann versuche ich dir mal... Was steht denn da? Changer Lane, Safe Deposit. Tja, hat super funktioniert. Aua, ich will nicht immer ins Wasser fallen hier. So eine riesige Pfütze hier. So. Ich speichere trotzdem mal. Der Boden sieht so aus, als ob da gleich Feuer rauskommt. Ich meine, wäre zwar ein bisschen komisch, aber würde mich nicht wundern. Zwei Türen öffnen sich. Eine Tür öffnet sich. Schön, dass es einfach nur... Aha. Ach so, zeitlich gesteuert. Na, das ist ja fies. Das ist ja mal fies. Dann würde ich erst in die einzelne gehen, hier dichter dran. So. Au! Genau das macht man immer, wenn man keine Zeit hat. Gegen Wände rennen. Ich bin ja wirklich gut drinne. Hier, komm. Na, paff. Es hätte funktioniert, wäre ich nicht hängen geblieben mehrfach. An blöden Stellen. Umdrehen, umlaufen, sprinten. Nicht mehr sprinten, sprinten. Nicht mehr sprinten, um die Ecke. Nicht mehr sprinten, entsprinten, nicht ins Wasser. Nein! Ja, ne? Nicht so. Wie soll man da denn hinkommen? Wahrscheinlich indem man sprintet. Vielleicht auch gar nicht. Sprint! Sprint! Wow! Wow! Das ist ja cool. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder hier raus? Wobei, vielleicht die noch größere Frage ist, muss ich da wieder rauskommen? Liegt hier was am Boden? Liegt hier was am Boden? Vielleicht ein paar Türen? Man weiß es nicht. Ein weiterer Block. Wo muss ich hin? Ich kann hier wahrscheinlich ans Gitter ranspringen, wobei das Gitter, ist das wirklich ein Gitter? Also das hier oben ist sowieso kein, das ist ein Gitter? Aha. Schön interessant. Da kann ich aber, achso, ich muss die Klappe hier hochklappen und dann kann ich darüber klappen, dann kann ich da auf die andere Seite hinklappen. Das ist ja schön klappend hier. Clap your hands. Ne, clap your hands heißt so viel wie klappe deine Hands zusammen. Also falls du einen Mitbewohner oder Menschen kennst, der Hans heißt, dann einfach mal zusammenfalten. Das ist eigentlich die Aufforderung, die dahinter steckt. Wie soll ich denn jetzt aber da hochkommen, da? Wenn das hier funktioniert. Aber hier ist dann ja spontan auch mal Pause, ne? Ach, da kann ich runter. Okay. Ah. Alles klar. Das wäre sonst gemein gewesen. Ich meine, wir sind ja eingesperrt in dem Bereich eigentlich. Wie?
Ach, hör mir auf. Ich hab hier immer noch keinen Schuss für. Plopp. Eieiei. Wir sind jetzt wieder ganz am Anfang, aber das Problem ist, also gut, klar, wir können wieder raus. Das geht, klar. Aber ich habe doch keine Lust, da jetzt den ganzen Weg hinzumachen. Ich will mal versuchen, ob ich in eine andere Tür da reinkomme. Laden. Dass ich nicht die linke da hier nehme, sondern die rechte. Vielleicht klappt das, vielleicht. So, bisschen beeilen hier. Ich glaube, durch die Zwischensprints verliere ich immer tierisch Zeit. Na! Ho! Oh. Ach, da hinten ist ein Schalter. Hä? Also ich hätte jetzt natürlich ganz außen rumgehen können, hier wieder den ganzen Weg hinhangeln und machen und tüdeln. Aber sagen wir mal ehrlich, hätte ich nicht so viel Bock dazu gehabt. Deswegen... Gerade mal im Spargang hier. Das war die vordere Tür. Wahrscheinlich habe ich da auch genau gar nichts von, oder? Immerhin sehen wir mal ein paar neue Gegenden hier, ein paar neue Stellen. Ich laufe nicht ständig im Kreis. Ach so, okay. Also auch hier im Moment nichts zu machen. Okay, die hintere Tür wird wahrscheinlich jetzt unser... Ich meine, wir haben einen Schalter gesehen. Rein mit uns. Oh, das war knapp. Hier, Schalter, Schalter, Schalter. Ich mache auch Licht an für euch extra, damit ihr auch was sehen könnt. Und Licht natürlich auch. Ein Schalter. Ich hoffe, der macht irgendwas Sinnvolles. Ja, vielleicht hat er das Ding hochgeklappt. Keine Ahnung. Jetzt kann ich wieder außenrum gehen. Okay, also jetzt ist die erste Tür wieder unsere, glaube ich. Ich hoffe mal, dass damit die Luke da hochgeklappt ist, damit ich da lang hangeln kann. Es ist ja gemein hier. Da ist ja verwirrend. Ich speichere trotzdem nochmal. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, was ich mir gerade gedacht habe. Da wäre ich mir ja auch nie so ganz sicher. Ah, perfekt hier hingebogen. Ich lasse es mit dem Sprint mal sein. Ich laufe lieber gut um die Ecken. Und sprinte erst jetzt. Ah. Ah. Laden. Wobei, ist eigentlich schon eine Nuppe. Ich hätte auch einfach... Es ging jetzt auch nicht wirklich schneller. Hier sind die Ladezeiten ja zum Glück nicht ganz so lang wie auf der... Aha. PlayStation. Ich mache das wieder zu. Es klappt nichts mehr. Auf der PlayStation gibt es echt Ladezeiten. Darf man hier, So. Wunderbärchen. Halt ist nicht ohne. So. Hallöchen. Und ist es hochgeklappt? Warte. Nee. Hä? Warum nicht? Och, nö. Was hat sich dann geändert in dem anderen Raum? Oh, hat sich in... Nö, da muss ich laden. Oder möchte ich gerne viel mehr. Da machen wir es da halt. Ja, mal gucken hier. Es ging von der Zeit ja ein bisschen besser hier als das andere. Als die anderen Türen. Trotzdem erstmal verlaufen hier. Genau, jetzt hat sich die Seite geöffnet. Ah, immerhin. Ah, ist ja interessant. Ach da. Liebe Lara, hä? Kannst du was erleben hier? Hä? Auch nicht? Ach, nach rechts. Aha. Schwupps. Das hat sich geschlossen. Da müssen wir nochmal speichern.
Aha. Ich drücke mal einfach den Knopf, ne? So voller Vorahnung. Ja, jetzt kann ich in ihre Hüfte schauen, aber das will ich gar nicht. Also ausnahmsweise mal. Da. Okay, ich hoffe, ich kann jetzt wieder da. Ich falle einfach in den anderen Raum zurück. Das wäre mal ganz praktisch. Nein, nicht ganz. Was ein Endstress hier. Oh, schon wieder vor die Wand. Also jetzt können wir endlich da hoch. Bisschen Medikpacke. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Eine, was? 21 kleine Medipacks, 10 große. Das ist ja wie beim ersten Teil, dass wir da so viel im Überfluss haben. Und das, obwohl wir in Nevada noch einen guten Teil verloren haben. Also das ist jetzt aber mal hier eine Menge. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da besonders... Na, lasst mich... Oh, ob wir da besonders zimperlich waren jetzt hier. Von der Menge her. Dass ich öfter mal... Ne, ich habe ja eigentlich gar nicht so oft bei zu viel Schaden nachgeladen. Ich habe immer nur Spiel geladen, wenn denn die Stellen irgendwie blöd waren. Wenn ich da nicht immer ganz zurücklaufen wollte. Naja, das ging eigentlich. Ne, das ist... Das wird jetzt hier nicht der Fehler sein. Oder was heißt Fehler? Die Schwiddigkeit. Die Musik ist im Hintergrund. Die schöne Musik. Ich finde die super. Ich finde die immer wieder schön, wenn die einsetzt. Auch immer wieder, wenn ich das Spiel starte. Die Intro-Musik ist immer wieder toll. Die hat einfach was. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil damit einfach diese Erinnerungen an die alten Spiele verbunden sind. Und natürlich, weil es gut klingt. So. Haben wir den zweiten Schlüssel. Und müssen wahrscheinlich jetzt einfach hier durch und nach draußen. Vielleicht führt deswegen der Weg hier direkt nach draußen. Weil man da dann wieder schnellstmöglich zu der Stelle kommt, wo man den Schlüssel eigentlich braucht. Aha. Hey! Siehste? Habe ich es euch doch gesagt. Dass jemand hey sagt. Hey, Lara. Hey, hi. Na? Wird man ständig angegraben hier? Doch hier unten.